Weil das habe ich mir noch nicht angeguckt und ich wollte das eigentlich schon längst mal sehen. Ja. Und ich denke auch, das ist ein Hi, sehr was? interessantes Thema, auch darüber zu sprechen. Ich finde es immer wichtig, Themen zu haben, worüber du dann auch sprechen kannst, was dich vielleicht abfuckt oder mitnimmt oder so. Zurück aus meinem Urlaub mit einem etwas kürzeren Video, denn während ich in der Sonne lag, ist in den USA etwas passiert zum Thema Kinder, Influencer, Familienblogger, was ich auch für den deutschen. Jo, die hat so geisteskrank weiße Zähne, ne? Zähne von ihr sind so geisteskrank weiß. Liegt das am Licht oder hat die wirklich so krass weiße Zähne? Das ist heftig. Mag. Alter, guckt euch das. Das ist. Warum macht sie keine keine Zahnpasta-Werbung? Das verstehe ich nicht. Die sind brutal weiß einfach. Nicht unerwähnt lassen möchte, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Denkt Es ihr, geht nämlich bleached? um die Denkt ihr? YouTuberin Jordan Cheyenne. Diese ist eine ganz normale Bloggerin gewesen mit über 500.000 Abonnenten, die ihren Alltag gevloggt hat. Und zu ihrem Alltag gehörte unter anderem ihr achtjähriger Sohn. Ich werde euch den heiß diskutierten Videoausschnitt jetzt gleich Ist das eine zeigen. Vorher Deutsche? noch ein paar Infos für den Kontext. Sie selbst ist alleinerziehende Mutter und sie hat sich zusammen mit ihrem Sohn einen Welpen zugelegt. Das wollte sie eigentlich erfreut in einem Video verkünden. Es kam aber anders. Sie war mit dem Welpen beim Tierarzt und der hatte Parvovirose. Und Parvovirose ist eine Krankheit, die bei Hunden auch tödlich ausgehen kann. Dementsprechend war die Familie und vor allem der achtjährige Sohn. Ich höre. Was mir gerade auffällt bei ihr, also es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, bei ihr wird es richtig gut passen, wenn ein bisschen Hintergrundmusik am Start ist. Das macht das Video viel lebendiger also das ist wie so, mir kommt es manchmal vor wie so ein Vortrag. Bei Kuchen TV sage ich mal okay, weil er spricht aktiver als sie ist. Sie lässt immer noch so Pausen am Start. Und bei ihr merkst du in den Pausen, merkst du es, wie es so ein bisschen rauscht. Und da wäre halt so ein Hintergrundbeat wäre halt absolut genial. Ja, würde ich feiern. Aber welche Musik? Ja, so einfache Musik wie bei Mimi zum Beispiel oder bei Rezo. So einfache Musik. So leichte, entspannte Musik. Das merkt man irgendwann. Das ist eigentlich eine geile Sache. Also, Smooth Jazz zum Beispiel. Sehr, sehr Lo-fi, traurig. ja. Und diese Trauer wurde, was meines Erachtens schon moralisch. Junge. Das macht dich krank. Was der. Das Kind kommt weinend ins Auto und sie filmt, wie das Kind weinend ins Auto kommt. Bei einer emotionalen Sache. Das check ich nicht. Alles irgendwie falsch ist, ein heulendes Kind zu filmen. In dem Vlog natürlich auch mitbegleitet. Und so ist dann folgende Szene im Auto entstanden. Rosie is healthy. Look at me. Rosie's beautiful. Rosie is strong. She is healthy. She will make it. She will make it. She will make it. Erstmal so weit, so gut, beziehungsweise nicht gut. Für mich ist Nein, Mann, Alter, das ist nicht gut. Das Kind ist mega emotional, ist weinend. Und anstatt einfach die Privatsphäre zu lassen, zieht sie das in die Öffentlichkeit. Und noch schlimmer wäre es, wenn das ein Livestream gewesen wäre. Ich weiß nicht, ist es ein Video? Weil wenn es ein Livestream gewesen wäre, dann wäre es noch schlimmer, weil dann könnte sämtliches gesagt werden und das wüsste er noch nicht mal. Schrecklich, schrecklich. das Real schon Talk. ganz grenzwertig. Also warum muss ich meinen achtjährigen Sohn zeigen, wenn er gerade weint, weil sein kleiner Babywelpe eine potenziell tödliche Krankheit hat? Please pray for her. I know she's gonna make it through. She's an amazing, beautiful little girl, and I can't wait for her to bring her home and be part of our family. Der wahre Skandal kommt aber jetzt erst. Und zwar hat Jordan Cheyenne vergessen, danach rauszuschneiden, wie sie fürs Thumbnail, also das Vorschaubild auf YouTube, posiert. Das macht man als YouTuber tatsächlich. Also wenn ich jetzt ein Video hier gedreht habe und möchte, dass mein Gesicht im Vorschaubild erscheint, dann posiere ich auch ein bisschen und schneide mir das dann nachher zurecht. Habe ich beide, also mache ich nie, by the way. Soll ich euch zeigen, wie es bei mir aussieht? Pass auf, so mache ich ein Thumbnail. Hier habe ich das, heute habe ich zum Beispiel ein Video aufgenommen. Dann gehe ich auf das Video drauf. So. Und jetzt gucke ich mir irgendeinen Frame an und dann mache ich einen Screenshot oder beziehungsweise nehme ich das Snipping-Tool. Dann mache ich hier ein Bild und dann nutze ich das Bild und packe es ins Thumbnail. Ja, noch nie dafür. Also wirklich, das Posieren, das Problem ist irgendwie, das zeigt dann keine natürliche Reaktion, wie ich wirklich das Video vielleicht wahrgenommen habe oder gefühlt habe. Wenn ich dann sowas mache. Ja.
Nur damit das heftiger aussieht und schlimmer aussieht und so richtig geistig komplett zurückgeblieben aussieht. Und damit es halt mehr Klicks macht, keine Ahnung, das fühle ich nicht so. So lieber das Natürliche, wie man halt wirklich auf diesem Video reagiert hat. Recht. Und das machen sie in diesem Moment der Trauer. So. Dann nachher zu. Hat die jetzt das Bild eingezeigt? Im Vorschaubild erscheint sie in diesem Moment der Trauer. So, if you could pray for us, we appreciate it. I love you guys. Come here, come closer for the video, come closer. Come closer! Come closer! Put your head right here. Come closer. Close down. Put your head down here. Act like you're crying. Really quick. I am crying. Und das Kind sagt halt auch immer wieder, Mommy, I'm crying. Also, dass er halt... Boah, aber wie sehr kann man reinscheißen, ne? Wie sehr kann man auch reinscheißen? Als Mensch. Auch einfach als Mensch. Junge, wenn wirklich Klicks und Aufmerksamkeit über allem steht, über Gefühle von einem Kind, über alles, das fuckt einen ab, ey. Wirklich, die hat die Kontrolle über ihr Leben verloren, safe. Wirklich weint, dass es jetzt gerade nicht gespielt ist, sondern dass sie wirklich weint. Und die Mutter hat aber nur Ekelhaft, das ja. Thumbnail im Kopf. Go like this. No, Mom, I'm not just using her. No, I know, but go like this. For the video. Go like this, put one hand up. Go like this. No, go like this. Put your hand like this. But let them see your mouth. Let them see your mouth. Ja, und dann... Was? Ey, da liegt gerade ein Hund im Sterben wahrscheinlich. Was echt schlecht aussieht. Das Kind weint, weil es wirklich emotional ist. Und die Mutter sagt, ja, also bitte, fang mal an zu weinen. Und mach mal bitte die Pose hier. Und das, und das. Die muss doch krank sein. Die ist sowas, das ist doch ein krankes Verhalten. Alter, gerade ein Hund, das ist ein Familienmitglied. Das ist wie wenn, was weiß ich, wenn jemand aus der Familie, Tante, Onkel oder so, wenn da ein Unfall passiert oder auch eine Krankheit am Start ist, so wo man nicht weiß, ob die Person es überleben wird, und dann machst du auch sowas. Ich glaube, jeder, der ein Haustier hat, der weiß, wie viel Emotionen man mit einem Haustier hat. Das ist genauso ein familiäre emotionale Sache ist. Ich habe damals auch geweint, dass meine Katze gestorben ist. So, weil meine Katze, das war einfach Liebe, ja, es war Familie. Die hat dazugehört. Wenn ich meine Familie aufgenannt habe, war meine Katze mit dabei. Ja. Aber was ist das? Würde ich niemals drauf kommen, so eine Scheiße abzuziehen. Das ist absolut widerlich. Und das bei sowas emotional, ey, check ich nicht. Dann werden dem Kind eben so Sachen gesagt, ja, wie wein mal ein bisschen deutlicher, widerlich, halt dir mal die Hand weinend vors Gesicht. Aber pass auf, man muss deinen Mund sehen, sonst sieht's nicht gut aus. Oh, Mama, I'm actually crying. Look at me, look at me, look at me. Look at me, look at me. I'm actually crying. I know, look at me, look at me. Look at the camera, look at the camera. Ja, nachdem dann aufgefallen ist, dass dieser Teil noch im Video war, und ich denke nicht, dass das irgendwie aus Marketinggründen war, das war einfach wirklich ein dummes Versehen. Also ich habe das auch schon oft bei anderen YouTubern gesehen, dass sie aus Versehen Sachen im Video gelassen haben, die gar nicht rein sollten oder Sachen doppelt reingeschnitten haben. Gab es natürlich einen großen Aufschrei, das Video wurde sofort runtergenommen, aber es existiert natürlich überall. Und es wurde diskutiert. Unter anderem hat ein YouTuber, den ich schon mal erwähnt hatte in einem meiner vorherigen Influencer-Videos, so, The nee. Dad Challenge Podcast, ein Interview mit Jordan Cheyenne daraufhin geführt. Und da hat sie nochmal so ein paar Details über diesen Vorfall preisgegeben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihr richtig, richtig leid tut, beziehungsweise sie hat diesen richtigen Punkt, warum es falsch war, nicht verstanden. Sie hat mehrmals betont, ja, es tut mir so leid, dass meine Follower das jetzt gesehen haben und denken, dass das bei mir immer so fake wäre alles. I am deeply sorry to my audience and my loving, supportive followers and that they now think that everything is disingenuous on my channel or that moment or that whole day we weren't emotional or we weren't being genuine. Dabei ist ja das eigentlich... Ja, der Moment war aber auch nicht echt. Das, was sie da gemacht hat, ist nicht echt und nicht natürlich und auch nicht wie eine Mutter. Ja, eine Mutter, die ihr Kind tröstet, zieht das Kind nicht vor die Kamera und sagt dann noch, ey, guck mal hier so in die Kamera, guck mal noch weinender in die Kamera und so, dass man dein Gesicht richtig sieht, damit es Klicks zieht. Das ist einfach richtige Kotze, das ist richtig widerlich, ja, das ist abscheulich. Wie kann man so drauf sein? Das ist echt traurig, ne? Das Problem nicht, was ihre Follower denken, sondern was ihr Sohn denkt und wie ihr Sohn aufwächst. Sie sagt aber in diesem Interview selbst, dass auch viele andere Blogger, die sie kennt, hinter den Kulissen ähnlich agieren. I can't even tell you how many people I know behind the scenes who play ja, toll. Their thumbnails or what's happening or clickbait. Ja, perfekt. Weil wenn andere das machen, ist das dann, das mindert dann meine Tat.
Genau, das ist das Denken. Ja, sehr schlau. Immer erstmal auf die anderen. Das ist genau das Ding. Und das hatte ich auch bei Monte kritisiert. Die Sache, ja, eins in den Chat, wer hat das angeguckt, die Diskussion? Tanzverbot gegen Montana Black. Weil dann wissen die auch, um was es jetzt hier gerade geht. Tanzverbot, Montana Black, die hatten eine Diskussion geführt. Und da ging es darum, dass Tanzi Monte vorgeschrieben oder gesagt hat oder abgefuckt war, wegen diesem Casino-Glücksspiel, bla bla bla. So, und Monte hat ja gesagt, ja, Alter, du sagst die ganze Zeit was gegen mich. Was ist denn mit Knossi? Der macht doch auch Werbung für Alkohol. Der hat sogar eine eigene Alkoholsache rausgebracht. Da hast du auch nichts dagegen gesagt. Warum immer die ganze Zeit bei mir? So, der lenkt die ganze Zeit auf andere ab und sagt, was bei anderen passiert ist, sogar zu seinen eigenen Kollegen. Der wendet lieber die Schuld zu eigenen Kollegen ab, anstatt mal die Schuld bei sich zu sehen, damit es die Tat mindert. Das ist absolut schwach. Ja, Knossi macht das auch. Perfekt, Mann. Genau, deswegen ist deine Tat geil. Also auch so schwach. Auch so schwach. Also wirklich, wenn du keine Ausrede mehr hast, dann sagst du, ja, aber andere machen das ja auch. Ja, oder andere machen es noch schlimmer. Oder andere, ja, die machen ja dann, das ist ja sogar richtig physisch, ja. Also ist ja, das ist ja bei Alkohol, das schädigt ja richtig den Körper. Ja, bei Casino schädigt es ja nicht richtig den Körper. Das ist so lustig. This and clickbait that, and you feel like you have to keep up with the content people are putting out or what's interesting. Yep. And people who say that is not a challenge or they're not posing for this, it's just not true. Was ich auch interessant fand, ist, dass sie eben auch zugibt, dass sie noch nie darüber nachgedacht hat, dass es falsch sein könnte, ein Kind vor der Kamera zu zeigen, weil sie eben von allen anderen Familienbloggern auch gesehen hat, dass sie ihre Kinder vor der Kamera zeigen. Und wenn die das machen, dann ist das normal, dann ist das halt so beim Familienblogger-Dasein. Und dann wird das auch so gemacht, ohne drüber nachzudenken, was eben die Konsequenzen für das Kind sein könnten. At the beginning, the family vloggers I followed, everyone included the kids. I would never even have a second thought or think. Das ist so dumm, wirklich. Oh, this might be put Christian in danger. Das ist so ein One-Hit. Das ist so ein One-Hit. Das ist wirklich, das, was die gerade erzählt ist, das kann nur von jemand kommen, der echt keinen hohen IQ haben kann. Ja. Das ist völlig dämlich. Ja, also andere haben das auch die ganze Zeit gemacht, dann dachte ich mir, ich mach das halt auch. Ja. Weil das andere die ganze Zeit machen, ist das halt auch völlig okay. Dann kann man das auf jeden Fall machen. Ja, da bist du von deiner Schuld befreit. Perfekt, Bruder, perfekt. Die haben alle Feuerkunden gesehen, denken jetzt erfolgreich. Ja, oder auch nicht. Or his mental health. If das we stimmt, can, I would really not like to mention anything like sexual with kids. But I know you mentioned there's people who are crazy and like, I don't want anything to ever get to that. Can, I would really not lass uns, be warte, das ist eine Gefahr für mein Kind oder sein, warte. Ich habe, den ich folgte, jeder nahm seine Kinder mit ins Video, pass auf. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob das falsch sein könnte. Dass das eine Gefahr für mein Kind oder seine mentale Gesundheit sein kann. Wie dumm, wie dumm. Das ist ja so dumm einfach. Lass uns bitte nicht über die sexuellen Dinge reden. Aber du sagst ja auch, es gibt Verrückte da draußen. Wenn das nicht für meinen Sohn, ja dann... Die ist so unreflektiert, ja. Die ist so unreflektiert. Also generell erstmal das Kind zu zeigen im Internet, finde ich jetzt nicht unbedingt, muss nicht unbedingt sein, gerade wenn man eine gewisse Reichweite hat. Aber in emotionalen Momenten zu zeigen, wo das Kind nicht gesehen werden möchte fürs breite Publikum, das ist hier ein großes Problem. Und sehr, sehr empathielos, ja, für eine Mutter. Gerade für eine Mutter, die wissen sollte, was es für Konsequenzen haben kann. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass immer mehr Leute, immer mehr, gerade die mit den Medien jetzt so aufwachsen, dass die immer mehr nur noch in der Medienwelt rumhängen und alles, auch vom Privaten, von Familie, von Kindern, alles öffentlich machen. Ja, siehst du ja teilweise auch so Team Harrison und sowas, ne? Alles öffentlich. Du findest jede Information von denen raus, ne? Weil die alles öffentlich posten. Jordan Cheyenne selbst hat übrigens alle ihre Kanäle gelöscht, beziehungsweise deaktiviert. Ob sie vielleicht in den nächsten Monaten wiederkommen wird, weiß man natürlich nicht. Und gesagt, dass sie ihren Sohn ab jetzt komplett raushalten will. Guckt euch das sämtliche Familienblogger an. Die sind, ich würde schon fast sagen, 90% sind so. Die müssen durch eigene Skandale irgendwie Reichweite bekommen oder durch emotionale Momente oder irgendwas, was halt irgendwie Reichweite zieht. Und das auf den Nacken von den Kindern. Und das ist ein großes Problem. To not include my son in any videos. I've even went back and took off about 20 videos that had myself and Christian in them. I will continue to do so. I've done this for 8 years, but I'm done posting my son. It will not. Er hat 8 Jahre lang das gemacht.
Die hat das Kind 8 Jahre. Junge, das Kind, wie alt war das Kind? Die hat das Kind 8 Jahre in die Öffentlichkeit gezogen. Not happen again. He loves being in the videos, but I know that he is not old enough to consent to that. I am horrified and disgusted with myself that I got to that level that I would even prioritize and pulling him into that situation in such an emotional moment for us. Und dass sie das auch einsieht, warum man die Kinder komplett raushalten sollte, was ich schon mal sehr gut finde. Da ist sie auf jeden Fall einen großen Schritt weiter mental als der ein oder andere Family-Vlogger. An dem Beispiel von Jordan Cheyenne wollte ich euch zeigen, wie es dort vielleicht hinter den Kulissen ebenfalls abgeht. Also natürlich nicht immer, will ich nicht sagen, vielleicht auch nie, aber es wird mit Sicherheit auch die ein oder anderen deutschen Mami- und Familienblogger geben, die ihrem Kind schon mal gesagt haben, in einer schwierigen Situation, aber jetzt guck in die Kamera, weil sie eben Videomaterial brauchten oder ein Vorschaubild für ihr Video brauchten. Ich muss ja sagen, seit ich so ein bisschen über diese Thematik berichtet habe und noch viele andere über die Thematik berichtet haben, es Artikel dazu gab, ist mir aufgefallen, dass 2-3 deutsche Mami-Bloggerinnen ihre Kinder nicht mehr zeigen oder verpixeln, was ich sehr, sehr gut finde. Aber es ist eben auch noch eine Großzahl an Bloggern, Familienbloggern, Mami-Bloggern, die das nicht tun und die ihre Kinder teilweise sogar nicht nur nebenbei in Videos zeigen, sondern offensichtlich für Klicks, für Thumbnails ausnutzen, bis hin zu emotional ausnutzen. Ja. Also weinende Kinder aufs Thumbnail tun, extrem sich freunde Kinder aufs Thumbnail tun, kranke Kinder aufs Thumbnail tun. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr vielleicht in den letzten Wochen gemerkt habt, dass sich auch deutsche Familienblogger etwas bewusster in dieser Hinsicht geben oder eben nicht. Würde mich interessieren, wenn ihr da noch irgendwie so ein paar Anekdoten habt, schreibt die gerne. Und ich würde mein Kind für 10 Subs verkaufen. Junge, Toni, das ist ja traurig, ich würde es einfach verschenken. So. Ich bin froh, wenn ich es weg habe, Bruder. Nein, Alter, aber das, was da teilweise passiert, gerade bei diesen Familienblockern und so, ich denke schon, dass sie richtig viel Scheiße im Hintergrund abziehen. So, weil das Kind wird ja vermarktet. So, die Familie an sich ist ja voll langweilig. So, die Eltern sind voll langweilig, aber das Kind, da wird ja meistens drauf geguckt. Ja, Kinder, die sind niedlich. Mal schauen, wie sich das Kind in der Situation verhält. Das muss ich unbedingt angucken. Und dadurch zieht man sich rein. So, bei Team Harrison war es ja so, die haben, glaube ich, wo haben die eigentlich mitgemacht? Bei Big Brother oder sowas? Weiß ich nicht. Irgendwo haben die mitgemacht. Und dann sind die halt relativ bekannt geworden dadurch. Und dadurch haben die auch Reichweite bekommen. Dann auch die Kinder mit dazu ins Boot zu holen, ne? Die haben schnell Kinder gemacht, damit die Reichweite machen. Und dadurch haben die halt noch mehr Reichweite bekommen. Ist halt so traurig. Bei die Truman Show dachte man, dass in Zukunft der Aufwuchs eines Kindes per Fernsehstudio passiert. Jedoch ist es heute per Instagram, TikTok. Das stimmt allerdings, ja. Ist wirklich so. Ey, da gibt's auch so relativ hobbylose Mütter, Väter oder so, die alles, na eher Mütter tatsächlich, bei Vätern kommt es dir gar nicht so vor, aber dass Mütter so alles posten, bei Facebook so diese, ich habe das so mitbekommen, als ich mal im Kindergarten auch Praktikum gemacht habe und da hat mir eine Erzieherin gesagt, die weiß alles über die Familie, die weiß alles, weil die einen Vater von dem Kind, was da betreut wurde, hat die mal gegoogelt und der hat alles dort online gestellt. Der hat den Poolbau, ne? Der hat sich einen Pool aufgestellt und gebaut, hat der alles online gestellt. Der hat online gestellt, ich glaube sogar den Grundriss von der Wohnung oder vom Haus, den Grundriss, hat er online gestellt. Der hat jedes Zimmer online gestellt, der hat die Kinder online gestellt, der hat die Kinder mit hässlicher Frisur online gestellt, in irgendwelchen Positionen, wo du denkst, Alter, niemals, unangenehm. Wirklich. Und da denkst du dir so, also du kannst ja nichts machen. Du kannst als Erzieher nichts machen. Du kannst nicht sagen, hier, stell das raus. Weil es ist seine Sache. Aber manchmal wünschte man sich echt, dass man einfach mal derjenigen Person eine richtig reinhaut, dass das Gehirn von links nach rechts scheppert, wieder zurück und dann hat es Klick gemacht und dann werden die Sachen da rausgenommen. Unangenehm, glaube ich, würde installieren, wenn ich Kinder bekomme. Ja, ey, Toni, stell dir jetzt mal vor, du würdest jetzt sehen, wie du im Internet über all die Jahre von deinen Eltern gepostet wurdest. Stell dir mal vor, man sieht so übel sensible Bilder, wo du in der Badewanne bist, wo du vielleicht auch auf einer Toilette bist und sowas.
ne, so als Kind, so diese kleinen Kinder, die auf der Toilette sind und dann fotografiert wurden, so, ich glaube, jeder kennt ja so ein Bild. Ja, stell dir das mal vor, das landet alles im Internet. Junge, und dann merkst du, wenn du dann im Internet mal bist, siehst du auf einmal die Bilder. Junge, da denkst du auch, was, bin ich irgend so ein Gegenstand oder so, den man da jetzt irgendwo posten muss? Ich meine, wenn man das selber für sich macht, okay, aber nicht, wenn man eine andere Person da reinzieht.